Hi, ich bin's, Kane von www.sonntv.com. Herzlich willkommen zu unserer ersten Weihnachtssendung. Es ist zwar lange noch nicht Weihnachten, aber wir haben ja, habt ihr bestimmt eh gelesen auf unserer Website, auf Home. Also, wir sind hier gerade in unserem SonntV-Studio in Fürstenzell in Bayern. Und das ist riesengroß, ich sag's euch. Wie ihr schon gelesen habt, oder wenn ihr nicht lesen könnt, sage ich euch. Heute geht's um, in unserer heutigen Sendung SonTV geht's um Kaugummi Extrem. Das heißt, wir machen extreme Kaugummi-Versuche und werden den besten Kaugummi der Welt zusammen mixen. Aber wir haben noch kein Kaugummi hier, beziehungsweise keinen geeigneten. Drum müssen wir ins Supermarkt. Ich mache mich mal auf die Suche für unseren Kaugummi. Ich habe da einen heißen Favoriten. Schauen wir mal. Hier gibt es zwar was Leckeres, aber ich glaube unseren Kaugummi nicht. Schau her, schau her. Das hört sich schon besser an. Schau her. Das ist tatsächlich ein Supermarkt. Nach kurzen Suchen haben wir unser Ziel gefunden. Aber schauen wir mal, ob wir die Zutaten auch so schnell finden. Kommt, gehen wir rein. Hier nicht. Dort definitiv nicht. Und ich glaube, hier auch nicht. Da schaut das schon besser aus. Jackpot. Aber wo ist unser Kaugummi? Hier nicht. Aber hier. Okay, das sind unsere beiden Zutaten. Jetzt geht's ans Mixen. Also, ich habe jetzt eine Weile mit meinem Huba Buba gekauft und schauen wir mal, was ich für Blasen machen kann. So, jetzt werden wir mal unsere Kaugummis zusammenmischen. Das sind unsere Wundermittel. Zum einen Huba Buba für die Blasen und zum anderen Five Gum für den Geschmack. Und das ist er, der Voco Song Kaugummi mit einem Hauch von Huba Buba und einem Geschmack von Five Gum. Also, gut schmecken tut er schon mal. So, jetzt habe ich den Kaugummi durchgekaut und jetzt schauen wir mal, was unser Voco Mix alles kann. Da schau her. Ja. Der war jetzt nicht ganz so gut. Also ihr seht, Five Gum mit Huba Buba zusammen mixen bringt was. Ja, das war heute SonTV, heute am 3. November 2009. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mal einschaltet, wenn es wieder heißt Zone Time.